Mein liebes Kind, höre von ganzem Herzen zu, denn der Moment, den wir jetzt teilen, ist zutiefst heilig und ausschließlich für dich und mich reserviert. Heute wird sich in deinem Leben etwas wirklich Außergewöhnliches entfalten, und ich möchte, dass du weißt, dass deine Reise so ist. Bisher war es kein Zufall. Ich kenne jede Last, die du getragen hast, jeden Zweifel, der dein Herz verfolgt, und jede Frage, die sich in deinen Gedanken ansammelt. Aber heute erkläre ich mit all meiner Liebe und Gewissheit, all dies wird sich verändern. Bereiten Sie sich vor, meine Lieben, denn drei wundervolle Segnungen werden sich bald in Ihrem Leben manifestieren. Ich werde bei jedem Schritt an Ihrer Seite sein und Sie dabei unterstützen, jeden einzelnen Schritt zu verstehen und anzunehmen. Vertrauen Sie mir voll und ganz, denn ich führe Sie in eine Zukunft voller beispielloser Hoffnung, Zielstrebigkeit und Freude. Spüren Sie meine einladende Gegenwart, lassen Sie zu, dass meine Liebe Sie stärkt, und wissen Sie, dass ich unermüdlich für Ihr höchstes Wohl arbeite. Dies ist der Beginn einer neuen Ära in Ihrem Leben, und ich bin begeistert zu sehen, wie Sie unter meiner göttlichen Führung aufblühen werden. Spüren Sie diese Angst? Dieses Herzklopfen ist mein Klingelton, der Sie wissen lässt, dass die Zeit jetzt gekommen ist. Diese drei Dinge sind nicht üblich, Sie müssen bereit sein, sie zu empfangen. Deshalb bitte ich Sie, bis zum Ende dieser Nachricht zu bleiben, denn nur dann werden Sie vollständig verstehen, was ich für Sie vorbereitet habe. Für diejenigen, die durchhalten, gibt es eine besondere Belohnung. Glaubst du, dass du zufällig hier bist? Nein, mein Sohn, ich habe schon auf dich gewartet. Hören Sie mir jetzt mit aufmerksamen Herzen zu, was heute passieren wird, hat die Macht, alles in Ihrem Leben zu verändern. Ich weiß, dass Sie gebetet haben, nach Antworten gesucht und nach Zeichen gefragt haben, dass ich zuhöre, und heute bin ich hier, um Ihnen zu sagen, dass Ihr Moment gekommen ist. Es war kein Zufall, dass Sie mit diesem Gefühl der Erwartung aufgewacht sind. Ich erwecke das Versprechen, das ich Ihnen gegeben habe, zu neuem Leben, und es ist an der Zeit, es zu halten. Wissen Sie, was das bedeutet? Das, worauf Sie gewartet haben, worum Sie im Gebet gebeten haben, ist bereits in Bewegung. Ich habe dich auf diesen Moment vorbereitet. Jeder Schritt, jede Herausforderung, alles war Teil meines Plans. Selbst als alles bedeutungslos schien, habe ich jeden deiner Schritte begleitet. Heute werden Sie sehen, was ich für Ihr Leben vorbereite. Dieser Traum, der tot schien, das Versprechen, das in weiter Ferne schien, heute erwecke ich es in deinem Herzen wieder zum Leben. Steh auf, sei stark, denn was ich versprochen habe, werde ich erfüllen, und nichts wird es aufhalten können. Die Schwierigkeiten, denen sie gegenüberstanden, sind nicht mit denen zu vergleichen, die noch kommen werden, denn ich stehe über ihnen allen. Ich habe diesen Tag gewählt, um sie daran zu erinnern, dass mein Versprechen lebendig ist und dass es von nun an beginnen wird, sich zu manifestieren. Öffne deine Augen und dein Herz, denn was ich für dich habe, übertrifft alles, was du dir vorstellen kannst. Vertrauen Sie mir und bereiten Sie sich vor, denn was passieren wird, wird Ihr Leben für immer verändern. Ich weiß, dass man manchmal das Gefühl hat, dass etwas anderes in der Luft liegt, eine unerklärliche Erwartung. Dies sind die Zeichen, die ich sende, subtile Warnungen, dass sich um Sie herum etwas Großes bewegt. Sie können es vielleicht noch nicht klar erkennen, aber Sie können diese anhaltende Transformation bereits in Ihrem Geist spüren. Diese Unruhe, dieses Gefühl, dass die Zeit so schnell vergeht, bereitet mich darauf vor. Ich schauspielere, auch wenn du es nicht merkst. Die aufgetauchten Zweifel und die Angst, die sie heimgesucht hat, erinnern sie daran, dass die Veränderung, auf die sie hoffen, naht. Seien Sie aufmerksam, denn die Antworten, nach denen Sie gesucht haben, beginnen sich zu offenbaren.
Erwarten Sie nicht sofort etwas Großes und Sichtbares, denn ich arbeite an den Details, den kleinen Dingen, die Ihre Zukunft prägen. Diese kleinen Zeichen, diese Momente, in denen Ihr Herz schneller schlägt, sind meine Art zu sagen, dass ich an Ihrer Seite bin und in Ihrem Namen handle. Das ist kein Zufall. Ich rufe Sie auf, das Unsichtbare wahrzunehmen, das, was Ihr Geist bereits erkennt. Bleiben Sie wachsam, denn diese Zeichen bereiten Sie auf das Kommende vor. Was Sie jetzt fühlen, ist erst der Anfang. Schreiben Sie, mit Gott hat mein Leben einen Sinn und eine Richtung, ja, mein Sohn, ich sehe, was in dir vorgeht. Inmitten der Kämpfe, Zweifel und Müdigkeit entsteht etwas Neues, Hoffnung. Diese Flamme, die darauf besteht, auch in den dunkelsten Nächten nicht zu erlöschen, ich war derjenige, der sie in dich gepflanzt hat. Es ist weder das Ergebnis eines Zufalls noch eine vorübergehende Illusion. Es ist mein Versprechen, das in dir lebendig ist. Diese Hoffnung ist der Beweis dafür, dass ihr Weg noch nicht zu Ende ist. Selbst als alles verloren schien, war ich da und bewässerte diesen Samen, damit er zur richtigen Zeit wachsen konnte. Jetzt blüht es und zeigt an, dass etwas Großes bevorsteht, etwas, das jede Träne, jedes Gebet, jeden Moment des Wartens rechtfertigt. Sohn, ich weiß, dass du oft daran gedacht hast aufzugeben, dass der Schmerz unerträglich schien, aber diese Hoffnung, die jetzt aufblüht, ist der Beweis dafür, dass ich dich nie im Stich gelassen habe. Ich war die ganze Zeit bei dir und habe dich in Momenten unterstützt, in denen alles unmöglich schien. Diese Flamme wird sie voranbringen. Es ist die Gewissheit, dass ich den Weg bereits vorbereitet habe, auch wenn sie nicht wissen wie. Vertrauen Sie auf diese Hoffnung, die ich gesät habe, denn sie ist das erste Zeichen dafür, dass die Transformation, auf die Sie gewartet haben, mehr ist, als Sie sich vorstellen. Lass nicht zu, dass irgendetwas dieses Licht auslöscht, denn es kam von mir. Machen Sie sich bereit, geliebter Sohn, denn was ich für Sie habe, ist großartig und dies ist erst der Anfang von allem, was ich geplant habe. Merkst du schon, wie ich jedes Detail, jede Situation, jede Begegnung, jedes Erlebnis bearbeite? Es ist alles Teil meines Plans. Öffnen Sie also Ihr Herz und spüren Sie, ich bin bei Ihnen, und die Veränderung, auf die Sie gewartet haben, steht vor der Tür. Ja, mein Sohn, mach weiter mit offenem Herzen, denn was ich jetzt offenbare, ist nicht nur ein Versprechen, sondern eine göttliche Absicht. Verstehe, was ich für dich vorbereitet habe, geht über das hinaus, was die Augen sehen und was der Verstand sich vorstellen kann. Jeder Schritt, den du bisher gemacht hast, jeder Kampf, den du gemeistert hast, hat dich geformt und dich für diesen Moment gestärkt. Sehen Sie, ich verschwende nie eine Träne, ich ignoriere nie ein Gebet. Ich weiß, dass Sie gekämpft haben und dass Sie manchmal das Gefühl haben, dass niemand die Tiefe Ihres Schmerzes versteht, aber ich kenne jedes Detail Ihrer Geschichte. Und deshalb war ich von Anfang an Ihrer Seite, habe nicht nur beobachtet, sondern interveniert und den Weg vorbereitet, den Sie sich nie hätten vorstellen können. Heute sage ich Ihnen, die Transformation, auf die Sie gewartet haben, hat bereits begonnen und ist darüber hinaus großartig. Wenn Sie das Gewicht dieser Worte spüren, werden Sie wissen, dass Ihre Zeit des Leidens nicht umsonst war. Du bist durch das Feuer gegangen, um gereinigt zu werden, so dass du nun auf das vorbereitet bist, was ich dir überbringen werde. Ja, es kommen drei Dinge, aber denken Sie daran, das sind keine einfachen Geschenke. Dies sind Türen, die größere Wege eröffnen, als Sie sich vorstellen können. Es gibt keinen Raum für Zweifel. Wenn noch Unsicherheit besteht, geben Sie sie mir, denn ich werde Ihr Führer und die Kraft sein, die jeden Ihrer Schritte unterstützt. Schauen Sie sich jetzt um und Sie werden sehen, dass bereits alles in Bewegung ist. Die Zeichen sind da.
Die Welt um dich herum reagiert auf meine Berührung und du auch, mein Sohn. Sie sind aufgerufen, im Glauben zu antworten. Bleiben Sie standhaft, denn das, was ich für Sie geplant habe, ist so groß, dass Ihr menschlicher Verstand es kaum erreichen kann. Lassen Sie nicht zu, dass Gedanken der Entmutigung Ihnen das stehlen, was Ihnen bevorsteht. Ich biete Ihnen die Möglichkeit, etwas wirklich Transformierendes zu erleben. Jeden Moment auf diesem Weg werde ich hier sein. Bei jeder Herausforderung werde ich Ihr Wesen stärken. Bei jedem Sieg werde ich an deiner Seite feiern. Lassen Sie sich nicht von Angst oder Unsicherheit überwältigen. Sehen Sie, ich pflanze in Ihrem Herzen ein Feuer, das nichts löschen kann, eine Kraft, die direkt von mir kommt. Ist Ihnen schon einmal aufgefallen, dass selbst in den dunkelsten Nächten ein Gedanke der Hoffnung bestehen bleibt? Es ist meine Anwesenheit, mein ständiges Zeichen, dass ich dich in meinen Händen habe. Dies ist Ihr Licht, Ihr Leuchtfeuer, und es wird Sie zu dem führen, was als nächstes kommt. Bleiben Sie also bestehen, denn das, was ich vorbereitet habe, ist so umfangreich, dass Ihr Verständnis es kaum erfassen kann. Bleiben Sie wachsam, denn die Versprechen, die ich gesetzt habe, gelten nicht nur Ihnen, sondern allen um Sie herum, damit die Welt weiß, dass ich der Herr bin, der jedes Ihrer Worte umwandelt, wiederherstellt und erfüllt. Sohn, wenn du dein Herz öffnest, um zu empfangen, was ich bringe, wirst du nicht nur gesegnet, sondern auch ein Kanal des Segens. Meine Stimme schwingt bei jeder Entscheidung mit. Jeder Ihrer Schritte wird von nun an von mir geleitet. Machen Sie sich bereit, denn die Welt um Sie herum wird sich mit Ihnen verändern. Was ich Ihnen heute gebe, ist mehr als ein Versprechen, es ist der Beginn eines neuen Lebens, eine Geschichte, die ich selbst geschrieben habe. Machen Sie sich bereit, denn wenn ich sage, dass etwas Großes bevorsteht, möchte ich, dass Sie wissen, dass es wirklich großartig ist und nichts mehr so sein wird wie zuvor. Dein Schrei war der Auslöser dafür, dass alles begann, und jetzt wird dein Geist Zeuge der Großartigkeit dessen sein, was ich tue. Ich weiß, dass du dich umschaust und in bestimmten Momenten fragst du dich, ob große Veränderungen kommen werden, ob sich Türen öffnen werden. Aber heute bin ich hier, um ihnen zu sagen, ja, meine Hand bewegt sich zu ihren Gunsten. In Momenten, in denen es scheint, als ob alles stillsteht, agiere ich weiter. Mein Schweigen war nie ein Zeichen von Untätigkeit, und die Zeit, die Sie als Verzögerung bezeichnen, war nie ein Zeichen von Verachtung. In den schwierigsten Momenten, in den dunkelsten Stunden bin ich da, unterstütze Sie, gestalte Situationen, öffne Türen und schließe diejenigen, die Ihnen schaden würden. Jeden Tag ändern sich die Winde, ohne dass Sie es merken, und das Unmögliche wird verwandelt. Ich kümmere mich um jedes meiner Kinder, und heute möchte ich, dass Sie wissen, ich kümmere mich um Sie. Meine Hand liegt auf Ihrem Leben, begleitet Sie bei jedem Schritt und bereitet Sie auf das Außergewöhnlichste vor. Vertraue, mein Sohn, denn ich bin an deiner Seite und was ich für dich habe, geht über alles hinaus, was du dir vorstellen kannst. Geliebter Sohn, höre mir aufmerksam zu. An den Tagen der größten Entmutigung, in den Momenten, in denen das Gewicht unerträglich erscheint, unterstütze ich Sie. Jede Situation, jedes Hindernis, dem Sie gegenüberstehen, ist Teil eines größeren Plans. Während Sie beten, gestalte ich bereits Ihren Weg. Wenn es so aussieht, als ob alles stillsteht, dann deshalb, weil ich dich auf etwas so Großes vorbereite, dass dein Herz noch nicht bereit ist, es zu verstehen. Meine Hand bewegt sich, ja, und mit jedem Schritt ebne ich den Weg, der sie zum Sieg führen wird, und selbst jetzt, während sie mir zuhören, handelt mein Geist, stärkt sich, erneuert seinen Glauben und erhöht seinen Widerstand. Denn ich weiß, mein Sohn,
dass das, was kommt, ein festes Herz und einen unerschütterlichen Glauben erfordert. Heute sage ich voller Überzeugung, alles, was unmöglich schien, alles, was verloren schien, steht vor der Wiederherstellung. Sie können die Zeichen vielleicht noch nicht mit Ihren Augen sehen, aber die Veränderung hat bereits begonnen. Spüren Sie diesen Frieden, der Sie jetzt überkommt? Es ist die Gewissheit, dass mein Plan in die Tat umgesetzt wird. Meine Kinder, die beharrlich sind, erben, was ich versprochen habe. Ich vergesse nie diejenigen, die mir vertrauen. Vertrauen also, denn ich habe bereits begonnen, Türen zu öffnen und Umstände zu ändern. Und während ich an deiner Seite gehe, entferne ich alles, was nicht zu deinem Wohl beiträgt, alles, was dich von dem Ziel ablenkt, das ich mir gesetzt habe. Sie sollten auch wissen, dass ich in den Momenten, in denen Sie es am wenigsten erwarten, Besprechungen vorbereite, Chancen eröffne und Lasten abbaue. Die Welt versteht es vielleicht nicht, aber ich weiß genau, was Sie brauchen, und ich richte alles aus, um es zum richtigen Zeitpunkt zu offenbaren. Wenn Sie das Gefühl haben, dass Ihr Glaube schwächer wird, denken Sie daran, dass ich derjenige bin, der Sie erneuert, wiederherstellt und Ihnen die Kraft gibt, die Sie brauchen, um sich jeder Herausforderung zu stellen. Schauen Sie sich an, was ich bisher gemacht habe. Jedes Detail, jede Sorgfalt war auf Sie gerichtet. Nichts entgeht meiner Aufmerksamkeit. Jede deiner Tränen wurde aufgezeichnet, jedes deiner Gebete wurde beantwortet, manchmal auf eine Weise, die dir noch nicht bewusst ist. Sohn, die Veränderung, die kommt, ist größer als deine Erwartungen. Die Türen, die ich öffne, sind größer, als sie zu fragen wagten, und wenn die Zeit reif ist, werden sie sehen, wie sorgfältig alles zu ihrem Wohl geplant wurde. Wenn Sie sich die Unermesslichkeit meiner Liebe zu Ihnen vorstellen könnten, würden Sie wissen, dass das gesamte Universum reagiert, wenn ich beschließe, dass Ihnen etwas gegeben wird. Also bleibt stark. Was ich verspreche, das halte ich. Mein Wort ist treu, und was ich für Sie habe, kommt, aber Sie müssen darauf vorbereitet sein, es zur richtigen Zeit zu empfangen. Was unmöglich schien, wird nun Realität sein. Atmen Sie tief ein und spüren Sie, wie mein Geist Ihre Kraft erneuert. Die Last, die ich trage, ist leicht und mein Friede ist wahr. Ich weiß, dass du es schon satt hast zu kämpfen, dass du manchmal ans Aufgeben denkst, aber denk dran, ich bin hier und unterstütze dich bei jedem Schritt. Es gibt kein Übel, das ich nicht in Sieg verwandeln kann. Es gibt keinen Schmerz, den ich nicht in Ruhm verwandeln kann. Und in meiner unendlichen Weisheit richte ich jedes Detail so aus, dass Sie Zeuge meiner Treue sein können. Dies ist Ihre Zeit. Fürchte dich nicht vor dem Unbekannten, denn ich habe die Kontrolle. Halten Sie Ihren Blick auf mich gerichtet und Sie werden sehen, dass das, was ich vorbereitet habe, weit über Ihre kühnsten Träume hinausgeht. Vertraue und mach weiter, denn ich bin jetzt und immer bei dir, mein Sohn. Erlaube mir jetzt, dein Herz mit der Intensität meiner Gegenwart zu berühren. Der Moment ist gekommen. Übergeben Sie sich mir und Sie werden sehen, dass das, was ich vorbereitet habe, die Fülle dessen ist, was Sie gesucht haben. Ich bin die Quelle von allem, was Sie brauchen. Und ich bin hier, um neues Leben, neue Hoffnung und eine Transformation zu bringen, die Sie für immer prägen wird. Geliebter Sohn, höre gut zu, was ich in dein Leben bringe, erfordert, dass du dein Herz bereitest, dass es voller Frieden ist und sich völlig meinem Willen hingibt. Machen Sie sich von aller Unruhe frei, denn was ich ausschütte, ist so großartig, dass es Platz braucht. Ein Herz, das bereit ist, zu empfangen, ist eines, das unerschütterlichen Glauben und Vertrauen in mich hat, das meine Kraft in ihrem Leben freisetzen wird. Je mehr du vertraust, je mehr du dich hingibst, desto mehr wirst du das Unmögliche manifestieren.
Ich komme mit den Antworten, mit den erfüllten Versprechen, und ich möchte, dass sie auf eine neue Ebene des Ruhms vorbereitet sind, eine Transformation, die alles um sie herum verändern wird. Ich sehe all die Träume, die du in deinem Herzen trägst, diese tiefen Wünsche, an denen du so lange mit Hoffnung festgehalten hast. Denken Sie nicht, dass sie vergessen sind. Jeder von ihnen ist auch in meinem Herzen. Das ist genau der Moment, den ich geplant habe. Ich weiß, dass sie manchmal das Gefühl hatten, die Zeit sei gegen sie und die Antworten würden nicht kommen. Aber heute sage ich, mein Timing ist perfekt, und während sie gewartet haben, habe ich jedes Detail aufeinander abgestimmt und jedes Stück auf dem Weg angepasst, sodass zum richtigen Zeitpunkt die Begegnung zwischen ihrem Traum und meinem Ziel in unvorstellbarer Größe geschah. Die Träume, die ich in dein Herz gepflanzt habe, wurden mit Liebe und Absicht entworfen. Nichts ist fehl am Platz und jede Sekunde des Wartens hat sich gelohnt, denn alles ist bereit für den übernatürlichen Schritt, den ich bringe. Mach dich bereit, mein Sohn, denn was weit weg schien, naht schnell. Türen, die zuvor verschlossen waren, öffnen sich auf eine Art und Weise, wie sie es sich nie hätten vorstellen können. Wenn mein Timing mit ihren Träumen übereinstimmt, kann nichts das, was ich vorbereitet habe, aufhalten. Vertrauen Sie mir, denn ich bin der Gott, der erfüllt, der Gott, der niemals versagt, und jetzt ist es an der Zeit, zu sehen, wie diese Träume mit meinem perfekten Willen in Einklang stehen. Und genau in diesem Moment sage ich Ihnen, heute ist der Tag, an dem die Transformation beginnt. Es ist kein gewöhnlicher Tag, es ist der Tag, an dem ich beschlossen habe, den Verlauf ihrer Geschichte zu ändern. Ich habe mich entschieden, die unsichtbaren Ketten zu entfernen, die dich gefesselt haben. Die Barrieren, die ihnen im Weg standen, fallen, und ich öffne Türen, von denen sie nicht einmal wussten, dass sie existieren. Ich weiß, dass du viele Kämpfe durchgemacht hast, diese Entmutigung hat versucht, deine Hoffnung auszulöschen, aber hör zu, heute ist der Tag der Transformation. Ich verschiebe Umstände, entferne Hindernisse. Dies ist ihr Moment des Sieges, und er wird nicht morgen oder in einer Woche sein, die Bewegung hat bereits begonnen. Ich bereite sie auf eine Zeit voller Erfolge und Errungenschaften vor, die sie sich nicht vorstellen können. Heute erhebe ich sie auf eine neue Ebene, eine Ebene, auf der das Übernatürliche die Realität ihres Lebens sein wird. Spüren Sie die Winde, die um Sie herum wehen, die Winde der Veränderung, die Ihnen den Weg freimachen und alles entfernen, was Sie daran gehindert hat, voranzukommen. Fürchte dich nicht vor dem, was kommt. Ich habe die absolute Kontrolle über jedes Detail dieser Transformation. Ja, das Neue kann beängstigend sein, aber seien Sie sich bewusst, dass dieser Wind Sie nicht umwerfen wird, Sie kommen, um dich zu erheben und dich zu dem Schicksal zu führen, das ich vorbereitet habe. Ich richte alles zu Ihren Gunsten neu aus, passe alle Umstände an, gestalte jedes Detail so, dass sich herausstellt, dass das, was unmöglich schien, Teil meines perfekten Plans ist. Dies ist der Beginn einer neuen Zeit, mein Sohn. Öffne deshalb dein Herz, denn was ich bringe, ist großartig. Vertrauen Sie mir, denn das Unmögliche beugt sich bereits vor meinen mächtigen Händen. Heute spreche ich auch über die Kraft, die bereits in dir steckt, deinen Glauben. Ja, dieser Glaube, der zwar klein erscheint, aber die Fähigkeit hat, Berge zu versetzen. Ihr Glaube ist der Schlüssel, der die Türen zum Übernatürlichen öffnet, und er hängt nicht davon ab, was Sie um sich herum sehen, sondern davon, was Sie in Ihrem Herzen wissen. Ich bin der Gott, der das Unmögliche schafft, und wenn du vertraust, wenn du dich mir im Glauben hingibst, dann beginnt das Wunder Gestalt anzunehmen. Mein geliebtes Kind, dein Glaube ist wie ein kostbarer Samen, der, wenn er in mich gepflanzt wird, zu Früchten erblüht, die du dir nie hättest vorstellen können.
Es spielt keine Rolle, was die Umstände sagen, denn wenn ich ihr Selbstvertrauen sehe, ergreife ich Maßnahmen auf eine Weise, die kein anderer tun kann. Lieber Sohn, wenn du glaubst, ist das Wunder bereits im Gange. Das ist die Kraft des Glaubens, Türen öffnen, die verschlossen schienen, unsichtbare Ketten entfernen und das scheinbar Unerreichbare in die Realität verwandeln. Du musst jetzt nicht den gesamten Prozess verstehen, vertraue mir einfach vollkommen. Wenn du dich hingibst, übernehme ich die Kontrolle und das Unmögliche beginnt sich mit meinem perfekten Plan in Einklang zu bringen. Gerade jetzt befreie ich sie von den Einschränkungen, die sie bisher zurückgehalten haben. Die unsichtbaren Ketten, die unzerbrechlich schienen, fallen und die Barrieren, die ihren Fortschritt verhindert haben, bröckeln. Das passiert, wenn du auf mich vertraust. Es gibt keine Kraft auf dieser Welt, die sich meinem Willen widersetzen kann, wenn ich beschließe, dass eine Transformation eintritt. Ich bringe ihnen neues Leben, stelle Träume wieder her, die tot schienen, und bringe sie auf einen Weg voller Erfolge, die alles übertreffen, was sie sich gewünscht oder vorgestellt haben. Jetzt rufe ich sie auf, mit der Gewissheit zu wandeln, dass alles unter meiner Kontrolle steht. Spüre, wie die Stärke meiner Gegenwart jeden deiner Schritte leitet und dein Herz mit Hoffnung und Mut erfüllt. Ich bin der Gott, der Leben verändert, der Herzen erneuert und der das Unmögliche möglich macht. Öffne dein Herz, um die Segnungen zu empfangen, die ich für dich habe, und erlaube meinem Licht, jeden Bereich deines Lebens zu erleuchten. Egal, was ihre Augen sehen, egal, wie herausfordernd das Szenario erscheint, ich versetze Berge, begradige Wege, und bald werden sie mit ihren eigenen Augen das Ergebnis jedes Gebets, jedes Schreis, jedes Moments sehen, dem sie vertrauen. Ich weiß, dass sie sich oft unter Druck gesetzt fühlten und dass die Umstände versuchten, ihre Hoffnung zu ersticken, aber denken Sie daran, genau in diesem Bereich der Herausforderungen baue ich die größten Siege auf. Dies ist Ihre Zeit, mit dem zu brechen, was Sie begrenzt, und mit unerschütterlicher Zuversicht voranzuschreiten, denn Sie werden sehen, wie das Unmögliche geschieht. Ich baue von innen heraus wieder auf und bringe eine Transformation herbei, die nicht nur segnet, sondern auch aufbaut, heilt und erneuert. Dies ist die Zeit zu erkennen, dass jeder Schritt, jedes Warten, jede Herausforderung sie auf genau diesen Moment vorbereitet hat. Nichts war Zufall, und dieser Segen wird das deutlich zeigen und ihnen zeigen, wie jeder Schmerz ihren Glauben geprägt und wie jedes Warten ihre Hoffnung gestärkt hat. Machen Sie sich bereit, mein Sohn, denn dieser Segen wird Ihre Seele erwachen lassen und Ihnen die Augen für Realitäten öffnen, die Sie vorher nicht sehen konnten. Es wird eine Offenbarung darüber bringen, wer du in mir bist und welchen Zweck ich für dein Leben dargelegt habe. Dieser Segen wird Sie auf eine Ebene des Glaubens bringen, die ihre Sicht auf die Welt verändern wird, weil sie verstehen werden, dass alles, was ich getan habe, jede Tür, die ich geöffnet und jede Tür, die ich geschlossen habe, sie genau zu diesem Punkt geführt hat. Und jetzt, wo sie diesen zweiten Segen erhalten, möchte ich sie wissen lassen, dass er auch eine Einladung zu etwas Größerem ist, etwas, das ihre Erwartungen übertrifft. Ich führe sie dazu, tiefer in meine Gegenwart zu gehen und eine Intimität mit mir zu erleben, die jede Lücke füllt und unbeschreiblichen Frieden bringt. Ja, mein Sohn, es erwartet dich ein dritter Segen, ein Segen, der nicht nur die vorherigen ergänzt, sondern auch besiegeln wird, was ich begonnen habe. Dieser dritte Segen ist der letzte Schliff, die Bestätigung, dass ich eine vollständige und perfekte Arbeit erledige. Es ist eine Gegenwart, die nicht auf das Jetzt beschränkt ist, sondern in der Zukunft mitschwingt und mit dem Schicksal übereinstimmt, das ich von Anfang an vorgezeichnet habe. Dieser Segen wird nicht nur das vervollständigen, was ich begonnen habe, sondern er wird auch die Türen zu einer neuen Phase öffnen, einer Zeit der Ernte, des Wachstums und der Vermehrung. Sie werden sehen,
dass ich der Gott von mehr als genug bin, der nicht nur erfüllt, sondern immer übertrifft, überrascht und vervielfacht. Wenn also der zweite Segen kommt, denken Sie nicht, dass sich der Kreislauf geschlossen hat, denn mein Plan ist immer von Ruhm zu Ruhm, von Sieg zu Sieg. Jeder Segen, den ich ausschütte, ist eine Brücke zu etwas noch Größerem, eine Verbindung zu einer neuen Ebene des Glaubens und der Erfüllung. Mein Sohn, was ich vorhabe, ist so großartig, dass deine Seele es jetzt kaum begreifen kann, aber wisse, dass ich alles so orchestriere, dass es zur richtigen Zeit klar offenbart wird. Mein Plan ist es, sie an einen Ort der Ruhe, des Friedens und des unerschütterlichen Vertrauens in mich zu führen, wo jeder Tag eine neue Gelegenheit sein wird, meine Gunst zu erfahren, wo sie sehen werden, dass jeder Schritt von meiner Hand geleitet wurde. Sohn, das ist dein Versprechen. Machen Sie sich bereit, denn was ich für Sie habe, geht über das hinaus, was Sie jemals erlebt haben. Wenn sich dieser Segen manifestiert, werden Sie ohne den geringsten Zweifel wissen, dass ich der Gott bin, der niemals aufgibt, der jedes Wort erfüllt und der jedes Kind bis zum Ende unterstützt. Und die Gewissheit, dass ich bei dir bin, wird ein festes Fundament sein, ein Fels, auf dem du ruhen kannst. Vertrauen Sie, denn was ich vorbereitet habe, ist unendlich, kontinuierlich und der perfekte Ausdruck meiner Liebe zu Ihnen. Halten Sie Ihr Herz offen und voller Glauben, denn was ich ausschütte, ist mehr, als Sie verlangt haben, es ist alles, wovon ich für dich geträumt habe. Was ich mitbringe, ist nicht nur für diese Zeit, es geht darum, eine Zukunft voller Hoffnung und Erfolge zu gewährleisten, die über Ihre kühnsten Träume hinausgehen. Halten Sie fest, denn dieser Segen ist ein Vorbote für noch mehr. Mit jedem Tag, der vergeht, werden Sie sehen, wie viel ich reserviert habe, wie viel ich von Anfang an für Ihr Leben geplant habe. Mit jedem Sieg, mit jedem Erfolg wirst du verstehen, dass meine Liebe und meine Gnade unerschöpflich sind. Meine Treue lässt nicht nach und ich nutze jede Situation, um sie auf eine neue Ebene des Glaubens und Vertrauens zu bringen. Und darüber hinaus, mein Sohn, ist dieser Segen ein Meilenstein auf deinem Weg der Transformation. Es geht nicht nur darum, was ich zu deinem Leben hinzufüge, sondern auch darum, was ich in deinem Herzen aufbaue. Ich forme deinen Charakter und schaffe in dir die Kraft, alles durchzuhalten, was ich vorbereitet habe. Ich weiß, dass der Weg bis zu diesem Punkt eine Herausforderung war, aber jedes Warten, jeder Kampf und jeder Sieg waren wesentliche Bestandteile seiner Transformation. Ich mache sie zu einem Kanal des Segens, zu jemandem, der nicht nur empfängt, sondern der teilt, inspiriert und Licht bringt, wohin sie auch gehen. Mein geliebter Sohn, was ich für dich bereithalte, übertrifft jede irdische Belohnung. Ich erhebe dich zu einem lebendigen Beispiel meiner Güte, zu jemandem, der nicht nur meine Gunst empfängt, sondern diese Fülle auch verbreitet, wohin du auch gehst. Dieser Segen spiegelt meinen Wunsch wider, sie zu nutzen, um das Leben vieler zu verändern, und dient als Zeugnis meiner aktiven Präsenz in der Welt. Also, liebes Kind, nimm diese Transformation von ganzem Herzen an, denn du wurdest auserwählt, ein Zeichen meiner Treue und Fürsorge zu sein. Bereiten Sie sich vor, denn es erwartet Sie eine Reihe von Erkenntnissen, die das, was ich in Ihnen tue, stärken werden. Jeder Ihrer Schritte wird getragen von der Gewissheit, dass ich an Ihrer Seite bin und dass dem, was ich durch Sie erreichen kann, keine Grenzen gesetzt sind. Vertraue voll und ganz, mein geliebter Sohn, denn die Zukunft, die ich für dich vorbereitet habe, ist eine Zukunft der Fülle, des Friedens und einer Erfüllung, die nur ich bieten kann. Sie werden gleich entdecken, dass das, was ich für sie habe, über das hinausgeht, was sie sich jemals gewünscht oder wovon sie geträumt haben. Es wird ein bleibender Segen sein und ihr Leben mit meinem ewigen Siegel markieren. Spüre, wie meine Liebe dich umhüllt, jede Entscheidung stärkt und jeden Weg erleuchtet.
Während Sie voranschreiten, wissen Sie, dass ich Ihre Schritte ständig leite und dafür sorge, dass Sie die Höhen erreichen, für die Sie bestimmt sind. Meine Gnade befähigt Sie, jede Herausforderung zu meistern und jeden Sieg mit einem Herzen voller Dankbarkeit zu feiern. Erlaube dieser Transformation, durch dein Leben zu strahlen und andere zu inspirieren, meine Güte durch ihre Taten zu erkennen. Du bist ein strahlendes Licht in dieser Welt, das in allem, was du tust, meine Liebe und Barmherzigkeit widerspiegelt. Möge jeder Tag eine neue Gelegenheit sein, gemäß dem Ziel zu leben, das ich für sie entworfen habe, und allen um sie herum Hoffnung und Freude zu bringen. Ich liebe dich zutiefst und freue mich darauf zu sehen, wie meine Gnade weiterhin in deinem Leben wirken wird. Vertraue mir, wandle im Glauben und erlaube meinem Geist, dich in eine Zukunft voller Segen und göttlicher Errungenschaften zu führen. Ich bin bei dir, jetzt und für immer. Amen. Zum Abschluss und damit Sie all diese Segnungen erhalten, lasst uns in diesem Moment gemeinsam im Gebet beten, meine Brüder. Geliebter Herr, in diesem Moment schmilzt alle Unsicherheit vor deiner herrlichen Präsenz dahin. Ich spüre, wie die unerschütterliche Gewissheit deiner tiefen Liebe, deiner ständigen Fürsorge und deiner majestätischen Kraft im Herzen dieser Person Wurzeln schlägt. Mit überfließender Dankbarkeit erkenne ich, dass sich dein Handeln bereits manifestiert hat. Ich sehe den Himmel in Bewegung, wie deine Versprechen auf außergewöhnliche Weise erfüllt werden. Vater, möge sie heute mit gläubigen Augen darüber nachdenken, wie deine Wunder um sie herum erblühen und jeden Segen und jede Antwort in ein lebendiges Zeugnis des Gottes verwandeln, der unsere kühnsten Erwartungen um Längen übertrifft. Ich schreie weiterhin, Vater, dass deine kraftvolle Manifestation wie ein Segensregen auf das Leben dieser Person herabkommt. Möge dein Heiliger Geist sie jetzt umhüllen und ihr die unerschütterliche Überzeugung vermitteln, dass diese Segnungen bereits auf dem Weg sind. Möge sie deine Anwesenheit auf eine noch nie dagewesene Weise spüren und ihr Herz von der Gewissheit erwärmt werden, dass du die absolute Kontrolle hast, selbst in den heftigsten Stürmen. Möge sie mit jeder Faser ihres Wesens wissen, dass du der Gott bist, der die Winde besänftigt, den Frieden wiederherstellt und wahre Ruhe schenkt. Herr, erneuere jetzt ihren Glauben, damit sie fest davon überzeugt ist, dass der Sieg bereits beschlossen ist und dein Schritt in vollem Gange ist. Lieber Vater, im Namen Jesu erkläre ich, dass alle Hindernisse im Leben dieser Person in diesem Moment beseitigt werden. Möge jede Barriere einstürzen, jede Tür sich weit öffnen und möge der Feind keine Macht mehr über deinen Weg haben. Du bist der befreiende und verwandelnde Gott, und ich erkläre, dass jetzt die Ketten brechen, die Fesseln gelöst werden und eine neue Realität auf brillante Weise entsteht. Möge sie Zuflucht bei dir finden und das tiefe Gefühl haben, dass sie niemals allein ist, denn du bist der Gott, der deine Kinder niemals im Stich lässt. Die Last wird jetzt angehoben, alle Traurigkeit wird beseitigt und der Frieden, der alles Verständnis übersteigt, beginnt, ihr Herz zu durchfluten. Herr, möge die Zukunft dieser Person durch neue Hoffnung erhellt werden, möge sie dich in jedem Bereich ihres Lebens sehen, in ihrer Familie, in ihren Finanzen, in ihrem Geist, in allem, was sie berührt. Möge heute der Tag sein, an dem sich alles verändert hat, ein Wendepunkt auf deinem Weg mit dir, Vater. Möge dieser zweite Segen, der bereits unterwegs ist, wie eine Lawine der Gnade und Güte kommen, die dich in jedem Detail mit Sorgfalt überrascht und offenbart eine Liebe, die alle Erwartungen übertrifft. Herr, ich danke dir aus tiefstem Herzen, weil ich weiß, dass deine Taten kraftvoll sind und dass deine Herrlichkeit offenbart wird. Möge der Name Jesu im Leben dieser Person gepriesen werden und möge ihr Zeugnis viele andere Leben berühren und zeigen, wie treu sie sind. Amen, Amen. Geliebte Brüder und Schwestern, mit Demut und Dankbarkeit kommen wir heute zu Ihnen.
Unser Kanal ist mehr als nur Videos und Worte, er ist ein Ort, an dem die göttliche Botschaft Herzen findet, die nach Glauben und Hoffnung dürsten. Jeder Inhalt, den wir teilen, hat die Kraft, Leben zu berühren, den Glauben zu erneuern und Wege zu erhellen. Jetzt laden wir Sie ein aktiver Teil dieser Mission zu sein. Ihre Spende, egal wie klein sie ist, macht einen enormen Unterschied. Es ermöglicht uns, weiterhin relevante Inhalte zu produzieren, eine größere Reichweite zu erreichen und einen spirituellen Treffpunkt für alle zu bieten, die das Wort Gottes suchen. Klicken Sie auf die Schaltfläche Danke unter dem Video und unterstützen Sie diese Sache, die Leben verändert und unseren Glauben stärkt. Wenn Sie keine Spende leisten können, helfen Sie uns, indem Sie dieses Video mit denen teilen, die Gottes Botschaft hören müssen. Ihre Anwesenheit ist bisher das Schönste. Vielen Dank, dass Sie so weit gekommen sind. Möge Gott jeden von Ihnen segnen. Wir sehen uns im nächsten Video.